Hallo und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans da draußen auf Facebook bei Magenta Sport. Ja, die Kernmessage heute ganz klar: Eishockey ist zurück bei uns bei Magenta Sport und heute geht's endlich los. Und wo bin ich? Ich bin in der Deutschen Eishockey-Bundzentrale in Downtown München mit dem Eishockey-Bundestrainer zu meiner linken Seite, Toni Söderholm. Hallo Toni. Hi Patrick. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie ist das Gefühl? Eishockey ist wieder zurück. Was für Gefühle sind da momentan in dir drin, wenn man sowas ausspricht? Weil vor ein paar Monaten war das ja noch überhaupt nicht denkbar. Na, also schon hoch motiviert. Das spürt man von der Spielerseite auch. Und ja, man freut sich enorm. Mehr glaube ich nicht, dass man braucht eigentlich sagen. Das ist ein unglaublich schönes Gefühl, dass wir wissen, dass wir zum Spielen kommen. Und los geht es mit dem Deutschland Cup live bei uns bei Magenta Sport. Nämlich nächste Woche geht es los aus Krefeld und wir blicken doch da mal auf den Spielplan, denn es hat sich ja was verändert. Wir haben drei Teams. Wir haben einmal die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, wir haben Top-Team Peking und Lettland mit dabei. Also drei Teams sind mit von der Partie. Am Donnerstag geht es los, 19.45 Uhr mit der Partie Deutschland gegen Top-Team Peking. Freitag 17 Uhr Lettland gegen Top-Team Peking und Samstag 16.45 Uhr Deutschland gegen Lettland. Und am Sonntag das große Finale und da nehme ich an, möchtest du sehr gerne mit dabei sein mit deinem Team Deutsche Nationalmannschaft. Ja, absolut. Davon gehen wir aus, dass wir am Sonntag spielen. Was sagst du jetzt dazu? Wir haben drei Teams, einmal dein Team, die Nationalmannschaft, einmal Top-Team Peking und Lettland. Von was für einem Niveau bei diesem Turnier gehst du da aus? Also wir haben ja, das war ja ein bisschen chaotisch auch vorher, muss man sagen, mit Absagen von mehreren Nationen jetzt. Und die sind auch nicht ja, mannschaftsabhängig, sondern ja, Regierungsentscheidungen. Und deswegen haben wir jetzt... wir haben ja über alles angerufen, sagen wir so, so dass wir ein Turniermodus spielen können. Bei uns ist auch das passiert, dass die U20-Nationalmannschaft, die hätten eigentlich in der Schweiz spielen müssen. Jetzt ist das ausgefallen und deswegen haben wir diese Top-Team Peking dann zusammengestellt. Bringen wir wirklich 50 beste deutsche Spieler auf dem Eis in ein Turnier und ich glaube, das ist europaweit eine sehr gute Zeichen, dass das deutsche Eishockey hat sich wirklich entwickelt. Vor allem auf was für einem Niveau, Top-Niveau nämlich, und alle Spiele bei uns beim Magenta Sport zu sehen. Toni, kommen wir mal vielleicht oder blicken wir mal voraus auf nächste Woche. Wie schaut das ganze Hygienekonzept denn eigentlich aus? Ihr seid ja zwei deutsche Teams. Habt ihr dennoch Kontakt oder ist da jedes Team für sich selber in seiner eigenen Bubble sozusagen? Ja, also wir müssen uns da streng in unsere eigenen Konzepte halten. Das heißt, dass alle drei Mannschaften sind komplett getrennt voneinander. Wir haben kein Kontakt zu anderen Mannschaften, außer das eine Spiel. Wir sind in der Eishalle getrennt. Wir wohnen in verschiedene Hotels. Ja, wir werden wahrscheinlich mit den Trainern vom Top Team Peking telefonisch reden, aber kein Kontakt. Und alle Leute, die im Staff sind oder auch rumherum, alle, die zum Mannschaftsbubble gehören, die bleiben in der Bubble. Und wenn du einmal weg bist, dann kommst du nicht mehr rein. Und wir müssen uns wirklich zu alle Konzepte jetzt halten. Zu dem Top-Team Peking kommen wir auch gleich bei der Mannschaftsvorstellung, wie du soeben sagtest. Wann geht es dann für euch genau los, beziehungsweise wann fahrt ihr los? Wir fangen jetzt dann am Sonntag mit Trainieren. Die Spieler werden da auch getestet. Wir werden auch während der Woche testen, wir werden nach dem letzten Spiel auch noch testen und versuchen wirklich da mit verschiedenen Systemen, was wir jetzt nützen, sodass wir wissen, wo die Spieler mit Abstand zueinander sind, auch auf dem Eis, wie weit weg die sind voneinander, sodass wir auch die Kontaktsachen auch regeln können. Wir fangen an am Sonntag, trainieren dann 4 Tage und dann geht's los. Und wie du soeben sagtest, also jedes Team ist in seinem eigenen Hotel, das heißt, es herrscht überhaupt kein Kontakt zu irgendwelchen anderen Teams oder Trainer oder Spieler. Jeder ist da in seiner eigenen Bubble. Man sieht sich eigentlich nur auf dem Eis zum Spielen. Genau, so wird es sein.
So, und zu einem Deutschlandcup, da brauchen wir selbstverständlich Teams. Und wir blicken jetzt mal auf das Team Deutsche Nationalmannschaft, was Toni Söderholm exklusiv hier bei uns jetzt nominiert hat und auch benennt. Blicken wir mal auf den Kader, Toni. Brückmann, Fiesinger, Niederberger im Tor, Brandt, Gawanke, Holzer, Müller, Novak, Seider, Seidenberg, Obekele, Wagner. Im Sturm Bergmann, Eder, Elis, Eisenschmidt, Fischbuch, Hager, Kammerer, Kastner, Michaelis, Nöbels, Plachter, Tiffels, Tuomi. Wow, was für eine Top-Mannschaft, würde ich sagen, oder? Ja, ich glaube, wir können zufrieden sein von der Rückmeldung aus die Spielern, von den Spielern. Ja, wir sehen es also auf dem Papier, sieht es gut aus, hoffentlich sieht es auch auf dem Eis gut aus. Aber wie gesagt, die Spieler sind sehr positiv drauf, die wollen spielen und ist wichtig für uns, dass wir kommen zusammen. Da hängt es, ja, wie immer, wenn man einen Kader benennt, da kommen viele Sachen drin. Wer kann Überzahl spielen, wer spielt Unterzahl, wer spielt am besten in der Center-Position, wer kann vielleicht auch noch in der Center-Position spielen. Und wir haben jetzt eine Rollenverteilung gesucht, die uns auch gleichzeitig Infos gibt über was bei der WM zum Beispiel kommende WM passieren könnte, und dann auch mit einem Blick auf die kommende Olympia. Blicken wir mal vielleicht auf ein paar einzelne Spieler. Brückmann zurück wieder in der Nationalmannschaft, jetzt aktuell in Mannheim. Moritz Müller, Kölner Hai, ausgeliehen jetzt nach Kassel, spielt also auch beim Deutschlandcup. Ein Corbinian Holzer, Ex-NHLer, momentan ja ohne Vertrag auch da. Was sagst du dazu, dass Corbinian Holzer sich bereit erklärt hat, wieder für euch zu spielen? Er hat sich sofort bereit erklärt, will spielen, ist auf die Suche für sein nächstes Vertrag und die nächste Herausforderung. Und ist ein super Mannschaftsspieler, ist ein starker Unterzahlspieler. In der defensive Arbeit hat er seine Stärken, ist auch für uns. Ist auch für die Nationalmannschaft ein starker Spieler in der Kabine. Wie war das jetzt für dich bei der Mannschaftszusammenstellung? Zum einen die Team deutsche Nationalmannschaft, zum anderen Top-Team Peking. Was war da für dich ausschlaggebend, wer in welches Team kommt? Bisschen jetzt über die Rolle, was die Spieler, was Überzahl, Unterzahl angeht. Auch die Center-Rolle hat sich reingespielt. Ja, durch die Möglichkeit, dass wir jetzt zwei Mannschaften zusammenstellen, praktisch, dann können wir andere Spieler auch in größere Rollen bei der Top Team Peking sehen. Und jetzt auch, ja, wie bei uns haben wir versucht, dass wir finden die Mischung auch, dass immer auch bei jeder Maßnahme irgendwie der Kultur und was die Nationalmannschaft hat, vom Mannschaftsstimmung und so weiter und so fort, dass das auch weitergetragen wird vom älteren zu jüngeren Spielern. Was mir natürlich auffällt, die NHL-Topstars sind nicht dabei, wie ein Leon Draisaitl, Dominik Cahun, Philipp Grubauer. Warum sind die nicht mit dabei? Ja, die sind einfach in sagen wir, vielleicht eine andere Status vom Trainieren jetzt. Und die Versicherungsthema ist beim Leon zum Beispiel ein großer Punkt, der in diesem Fall ja, in der Weg steht. Aber wir kennen wahrscheinlich ziemlich gut, was die Spieler können auch. Ansonsten gibt es für dich irgendeinen bestimmten Spieler, auf den du dich besonders freust? Ja, ich glaube, ich freue mich auf alle Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Einen Debütanten gibt es ja auch mit Gawanke. Es gibt Debütanten wie Gawanke, der hat letztes Jahr in der AHL ein sehr gutes Jahr gespielt, hat einige überrascht, ist auf einem sehr guten Weg, müssen wir sagen. Als Rechtsschuss ist er auch für Überzahl eine wichtige, hoffentlich wichtige Spieler für uns in Zukunft. Ich freue mich für den Felix Brückmann, der nach einer sehr, sehr langen Richtig. Verletzungspause sich wirklich zurückgearbeitet hat. Und es wird spannend, nach mehreren Jahren jetzt den Felix bei uns zu sehen. Moritz Seider habe ich jetzt in letzter Zeit in Rögle angeschaut, spielt sehr, sehr gut, die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Ja, und dann
Parker Tuomi ist zurück vom College, spielt mit viel Energie, spielt mit viel Kraft und Leidenschaft, ist ein schneller Spieler, reagiert sehr schnell auf dem Eis. Ja, Mark Michaelis ähnlich, ist von Nordamerika jetzt, oder hat seinen College-Abschluss gekriegt und hat einen NHL-Vertrag unterschrieben. Und wir sehen jetzt dann, wo die Reise hingeht mit ihm wegen der NHL oder wo er spielt. Aber er ist für uns in Sachen Playmaking eine wichtige Spieler. Toni, wie haben die Jungs von dir Bescheid bekommen, dass sie mit dabei sind beim Deutschlandcup? Wie normal. Anrufe, Telefonate. Jetzt muss man auch sagen, wegen dieser Ausfälle von Mannschaften und neue Regeln und neue Hygienekonzept ist es telefonisch, würde ich sagen, 4 bis 5 Mal mehr geworden. Und das hat richtig viel Zeit gekostet. Ja, telefonisch passiert es am meisten. Dann gehört auch zu dieser Mannschaft dann auch noch 14 bis 15 Leute im Staff, die auch informiert werden müssen. Und so hoffentlich haben wir jetzt die Mischung da zusammen, was wir suchen im Mannschaft und im Staff. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht den ein oder anderen Jubelschrei gab, oder? Als du anrufst und die Jungs wussten, Deutschlandcup findet statt, sie spielen oder sie dürfen spielen für die deutsche Nationalmannschaft, denn einige Spieler haben ja seit Monaten kein Spiel mehr absolvieren dürfen. Ja, also die Spieler waren sehr froh. Ja. Und ich glaube, dass die letzten Zeiten haben die auch wahrscheinlich mehr gewartet, dass die Anruf kommt, dass es nicht gespielt wird. Und deswegen sind die noch ein bisschen glücklicher geworden, dass man die einfach mitteilen kann, dass wir zum Spielen kommen. Ja. So, das ist also dein Kader für nächste Woche für den Deutschlandcup in Krefeld, den man live bei uns beim Magenta Sport sehen kann. Und wir gehen mal auf das nächste Team, Top Team Peking. Ja. Schauen wir mal drauf. Wen hast du da alles nominiert, Toni? Antschitschka im Tor, Pankowski im Tor, Appetindo, Buschmann, Knipp, Länger, Münzenberger, Rabe, Rogel, Wissmann in der Verteidigung, Brunnhuber, Daubner, Dumont, Elias, Händel, Jentsch, Kinder, Ninius, Reichel, Reisnecker, Soramis und Wolgemuth. Genau, so. Genau. Also die Mannschaft wird jetzt gecoacht vom Tobi Abstreiter und Stefan Zische, also unsere U20, U18 Cheftrainern. Die waren jetzt auch mit uns im Camp. Wir hatten ja ein Camp ungefähr mit derselben Mannschaft jetzt in Füssen vor einem Monat oder so. Das ist mehr dann die Entscheidung auch vom Tobi und Z gewesen, dass die Spieler auch die aktuelle jetzt für die Plätze in der U20-Nationalmannschaft kämpfen, dass die auch Spielpraxis bekommen und wir kriegen auch als größerer Staff eine Blick auf die Spieler Richtung U20-WM. Also wir haben das dann gemischt praktisch mit zwei Reihen von der U20-Bereich, zwei Reihen vom älteren Bereich. Da sind auch Spieler, Brunnhuber, Daubner, Dumont, Wolgemuth, die haben letztes Jahr schon Deutschland Cup gespielt mit uns, haben auch sehr gut gespielt. Da sind Spieler wie der Nico Appendino, der ist in der Mitte vom letzten Jahr zurückgekommen, war sehr gut bei uns, oder vom Amerika zurückgekommen, er war sehr gut bei uns im Trainingcamp vor einem Monat in Füssen. Erik Buschmann hat große Schritte gemacht in Iserlohn. Seine Entwicklung werden wir auch nah verfolgen. Taro Jentsch hat jetzt als Center einen Vertrag unterschrieben in der DL in Iserlohn. Hat viel spielerisches Potenzial. Wie gesagt, hier versuchen wir auch der Mischung, dass wir haben Unterzahlspielern, Überzahlspielern, dass der Mischung einfach stimmt, weil diese Rollenverteilung einfach in Eishockey unglaublich wichtig ist. Und wie du schon eben richtig gesagt hast, für die U20-Spieler ist es ja so wirklich die letzte Vorbereitung vor der WM in Edmonton. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere sich da vielleicht auch nochmal mehr ins Rampenlicht spielen möchte, denn letzte Maßnahme vor der U20-WM, richtig? Das ist der letzte Maßnahme für die U20-Spieler, das ist richtig. Die werden sich dann Anfang Dezember wieder in Füssen treffen fürs Trainingcamp und dann fliegen die rüber und wir sehen die Spieler wieder im Januar. Das war der große Punkt für uns und das Gute, was wir jetzt organisieren könnten, ist, dass wir auch die Spieler nochmals sehen. Da gibt es auch Spieler von den jüngeren Jahrgängen,
Wie Hakon ist ein sehr junger Spieler noch, aber spielt solide. Ich habe ihn in Berlin gesehen. Und da gibt es sehr interessante Spieler. Da braucht man nicht reden, dass Lukas Reichel auch ein interessanter Spieler ist. Soeben gedraftet worden, erste Genau. Runde, Chicago. Genau. Toni, wenn wir uns mal so dieses Top-Team Peking anschauen, am Donnerstag geht es ja los, dann 1945, deutsche Nationalmannschaft gegen Top-Team Peking. Was erwartest du dir genau von diesem Top-Team Peking in dieser Partie gegen dein Team? Denn die kennen sich ja in- und auswendig, jeder weiß, was der andere macht. Gehst du auch wirklich davon aus, dass da jeder den allerletzten Check fährt bis zum Ende, weil da geht es ja letztendlich ja A um den Turnier, um das Turnier und B um die, sagen wir mal, einzelnen Plätze auch für die U20-WM? Also ich gehe davon aus, dass jeder, wenn er zum Spiel kommt, dann spielt er auf 100. Ich glaube, das ist alle Spielern ganz klar. Für uns als A-Mannschaft, wir haben auch nicht viele Möglichkeiten, unsere Spiele weiterzuentwickeln Richtung WM. Jetzt der nächste große Turnier für uns ist. Bisschen an der Punkt, für mich ist es das wichtiger, dass wir taktisch sauber spielen, als dass Leute hin und her auf dem Eis fliegen. Ich will einfach sehen, dass wir genau vom Spiel 1 dann taktisch sauber spielen, entwickeln die Punkte in unser Spiel, die wir jetzt in die 4 Tage Trainingseinheiten entwickeln wollen. Und das ist vom Struktur her, dass es passt. Es ist immer so, wenn eine junge Mannschaft kommt zusammen wie der Top-Team, dass die werden sicherlich Gas geben. Ja? Und ich meine, man braucht eigentlich wahrscheinlich nicht mehr sagen, als in der Kabine, als jetzt zeigen wir die älteren Spieler, dass wir auch spielen können. Ja, und der Challenge kommt wahrscheinlich davon schon von alleine. Das also Top Team Peking. Ich freue mich sehr. Donnerstag geht's los. Deutschland gegen Deutschland sozusagen Genau. in Krefeld. Wird eine sehr, sehr interessante Partie. So viel schon mal zu dem Deutschland Cup, also der live bei uns bei Magenta Sport zu sehen. Wir starten am Donnerstag, am 5. November bei uns bei Magenta Sport. Aber das ist es ja noch nicht gewesen, denn weiter geht's bei uns bei Magenta Sport mit Eishockey, denn DL2 ist jetzt bei uns auch zu sehen bei Magenta Sport. Und da geht es eben bei uns los. Dann am 6.11. mit der Partie Freitag, auch ein Klassiker von früher, würde ich mal sagen, Frankfurt gegen Kassel. Das ist jetzt auch bei uns im Programm bei Magenta Sport. Und was sagst du dazu, DL2 bei Magenta Sport? Jetzt vor allem die DL2, meiner Meinung nach, so stark wie noch nie, denn viele DEL-Spieler, siehe Moritz Müller zum Beispiel, ist jetzt in Kassel auf dem Eis. Was erwartest du dir davon? Das Niveau wird sich sicher steigern in der DL2. Ich gehe davon aus. Es gibt gute Mannschaften in der DL2. Ich war nicht viel in Kontakt mit den Trainern in der DL2, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich weiß, wie Standorte wie Kassel, Frankfurt sich entwickeln wollen. Das weiß ich von meiner Zeit, wenn ich mit Rissasen in der DL2 gecoacht habe. Wie du sagst, das gibt eine gewisse Kultur von Derbys. Es gibt Mannschaften, die gegeneinander spielen, schon seit Jahrzehnten. Ich freue mich. Ich sehe viel Potenzial in viele von den Mannschaften, vor allem Frankfurt-Kassel, die werden sicherlich Top-Mannschaften sein in der DL2. Wichtig ist auch, dass einige von den DL-Spielern jetzt zum Einsatz kommen in der DL2. Dass die da auch die Spielpraxis bekommen. Und dann hoffen wir natürlich, dass auch die U20-Spieler, die jetzt aktuell in der DL2 spielen, dass die das Eiszeit für sich verdienen, dass die kriegen die Möglichkeiten, große Rollen in ihren Mannschaften zu spielen. Werden wir sicher auch nachverfolgen. Und du bist also auch ein Befürworter, dass die DL-Spieler ausgeliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln in unteren Ligen bzw. in der DL2? Ja, also die Spieler müssen spielen, das ist einfach so. Das Wichtigste ist, dass der Spieler auch von nicht nur, also von mentalen her, dass er auch mal in der Kabine kommt und zu einer Mannschaft gehört und zu einem Ziel hast, also am Freitag wird gespielt oder am Sonntag wird gespielt, ist wichtig für jeder Eishockeyspieler. Aber wie gesagt, wenn ich über die Situation jetzt für die deutsche Nationalmannschaft oder die deutsche U20-Nationalmannschaft, hoffe ich natürlich, dass die U20-Nationalspieler
dass die auch die große Rolle jetzt bekommen. Also noch mehr Chance haben auf Eiszeiten sozusagen. Genau. Also die DEL2 auch jetzt bei uns zu sehen mit dem Topspiel bei uns bei Magenta Sport. Los geht's, ich wiederhole es gerne nochmal, 6.11. Partie Frankfurt gegen Kassel. Und weil das auch noch nicht genug ist mit Eishockey bei uns bei Magenta Sport, gibt es den Magenta Sport Cup. 11.11. 8 DEL-Teams sind da mit von der Partie, eingeteilt in zwei Gruppen. Ja, München dabei, Schwenningen dabei, Düsseldorf dabei, Mannheim dabei, Wolfsburg dabei, Bremerhaven, Berlin und Krefeld sind mit von der Partie bei unserem Magenta Sport Cup. Ist ja auch eine Vorbereitung auf einen möglichen DEL-Start Mitte Dezember, was auch die ganzen Hygienevorschriften anbelangt. Was sagst du dazu? Wir haben fast an jedem Eishockeyabend, oder jeder Abend ist fast der Eishockeyabend ab dem 11.11. außer Montag, da gibt es dann die Top 10. Was sagst du zu diesem Magenta Sport Cup? Sehr wichtiger Schritt in Richtung, dass die DL spielt. Ich glaube, dass der Cup-Format jetzt in der Stand, wo wir sind, jetzt gesellschaftlich, glaube ich, dass der Cup-Format jetzt auch funktioniert. Ist ein sehr, sehr wichtiges Zeichen, dass wir auch in der Öffentlichkeit, dass der Sport einfach weitergespielt wird. Ich glaube, das wird für die Mannschaften, die da jetzt teilnehmen, sehr viel Spaß machen. Ich glaube, dass jeder wartet sehr heiß, dass die einfach auch zum Spiel kommen und zum normalen Alltag im Eishockey. Und was auch wichtig ist, ich denke, es kann eine brutale Signalwirkung sein für alles, was danach kommt, beziehungsweise wir hoffen ja auf diesen DL-Start, denn wenn dieser Magenta Sport Cup so super funktioniert mit den ganzen Vorschriften, dann kann es ja eigentlich nur noch losgehen. Ja, also ich glaube, man muss auch ehrlich sein und es kommt sicherlich noch Probleme. Ich glaube, die sind schwer zu vermeiden, wenn man jetzt schaut, wie das in anderen Ländern jetzt in Spielbetrieb gegangen ist. Aber da muss man auch immer erinnern, vieles ist machbar. Ja, man muss, wenn jetzt wirklich hart zusammengearbeitet wird, von Mannschaften zu Mannschaften, DB zu die Vereine, Fans, Sponsoren, ist viel machbar. Da kommen sicherlich noch schwierige Zeiten, aber ich freue mich riesig, dass es gibt diese genauen Zeichen, dass es geht los. Und das ist genau auch unser Zeichen beim Magenta Sport. Eishockey ist nämlich zurück. Deutschland Cup, die Topspiele der DEL2 und der Magenta Sport Cup, alles bei uns zu sehen bei Magenta Sport. Und es gibt ja auch noch eine kleine Überraschung für alle Eishockey-Fans da draußen. Du hast das, ich bin mir sicher, mitbekommen. Ein gewisser Tim Stützle wurde ja gedraftet an Position 3, Ottawa Senators. Und ein Team von uns von Magenta Sport hat Tim Stützle an diesem besonderen Draft Day begleitet. Es gibt eine Dokumentation, 24 Stunden mit Tim Stützle, bei uns bei Magenta Sport zu sehen, ab 5. November live und exklusiv nur bei uns bei Magenta Sport. Wie hast du diesen Draft miterlebt? Er war ja so gut wie noch nie für uns Deutsche mit Stützle, Reichel, Peterka. Hast du irgendwie erwarten können, dass Tim Stützle an 3 schon weggeht? Ja, der Zeichen war schon ganz klar. Der Zeichen war schon auch ganz klar, dass die drei Spieler, alle drei Spieler hochgedraftet werden. Letztendlich ist es dann ein bisschen schwierig, dann man weiß nie, was in den letzten Minuten in der NHL-Vereine passieren, welche Spieler die richtig dann am Ende nehmen oder vielleicht kommt ein Trade. Eins muss man auch sagen, der Draft-Jahr dieses Jahr war länger als noch nie. Normalerweise geht es über, sagen wir, 12 Monate, der richtige letzte Push. Letzter Push war jetzt 18 Monate und das war eine lange Zeit für die Spieler. Das war auch teilweise für uns eine lange Zeit mit den Antworten, was von drüben kam und die Anfragen zu den Spielern. Der Interesse war unglaublich groß, das kann ich ganz ehrlich sagen. Vom Sommer 2019, seit das Moritz Seider als erster gedraftet war, dann ging eigentlich schon sofort dieses nächste Draftjahr los. Seitdem haben sich mehrere Vereine, nicht nur bei mir, aber beim Tobi Abstreiter oder viele, die Trainer in die Vereine, sich gemeldet und gefragt. Und
die wollen so viel wissen über die Spieler. Aber das Eishockey-mäßige ist das eine Teil von das Ganze. Wie Tim und Lukas und JJ das jetzt auch gezeigt haben, ist, dass die auch menschlich die Entwicklungsstufen oder Punkte genommen haben, so dass die auch hoch gedraftet werden. Du wirst auch als schlechter Mensch oder Ja. schlechter Charakter wirst du ja höchstwahrscheinlich nicht als Nummer 3 gedraftet. Ja, und das gilt, ist auch ein Punkt, den man nicht vergessen darf. Es zählt ja auch heutzutage nicht nur noch das Sportliche, sondern auch Charakter. Wie kann er sich Sportliche integrieren? ist immer das Wichtigste, Ja. ganz klar. Aber wenn du charakterlich schon gut da bist, dann ist die Möglichkeit schon groß, dass du kannst dich sehr gut entwickeln. Das werden die auch durch diese Interviews und so weiter und so fort auch rausfinden. Und Toni, vielleicht wenn wir ganz kurz noch einhaken, Tim Stützle ist ja verletzt aktuell, hat sich eine Armverletzung zugezogen. Bist du mit ihm in Kontakt? Wie ist da der aktuelle Stand der Dinge für eine wohl mögliche Teilnahme auch für ihn bei der U20 WM? Weißt du dann was? Da weiß ich nicht der genaue Zeitplan, wo das jetzt ist. Der Tim ist leider verletzt. Der Tim wäre auch jetzt für den Deutschland Cup aktuell gewesen. Aber das ist, ja, er kommt stark zurück, das weiß ich. Gute oder Spieler mit Top-Potenzial, Top-Prospekte, die haben auch diese Eigenschaft, dass die können auch von Verletzungen noch stärker zurückkommen. Und ich glaube, dass der Tim mit seinem, wie motiviert er ist zum Trainieren, dann habe ich keinen Zweifel, dass der Tim nicht stark zurückkommt. Das wird er sicher machen. So, das waren perfekte Schlussworte, würde ich sagen. Und die Kernmessage ist da draußen sicherlich angekommen, denn Eishockey ist endlich wieder zurück bei uns bei Magenta Sport mit dem Deutschland Cup, die Topspiele der DEL2 und dem Magenta Sport Cup. Toni, ich bedanke mich für deine Vielen Zeit. Dank. Danke für diese Exklusivität, dass du uns hier gleich mitnehmen Na hast klar. können. Nächste Woche geht es dann eben los beim Deutschland Cup. Wünsche dir alles Gute, eine Danke. gute Zeit, gute Ergebnisse, bleib gesund und hoffentlich Danke. bis Euch bald. auch. Danke dem Danke. Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm. Bis zum nächsten Mal. Ciao for now.